Hallöchen Freunde und willkommen zu einem weiteren Angespielt von der mobilen App Eternity Warriors 3. Wurde mir empfohlen oder wurde angefragt, sag ich mal, zu machen und dann dachte ich mir, warum nicht? Bist du ja eh gerade dabei und ich würde sagen, die spielen wir gleich mal. Wir können zwischen einen von drei Helden auswählen, einmal den Krieger. Der Krieger stammt aus dem nördlichen Hochland von Uda und wurde von Geburt an auf ein Leben als unerbittlicher Kämpfer gegen das Böse vorbereitet. Seine Kühnheit sucht ihresgleichen. Die Magierin. Elfen sieht man in Uda eher selten, obwohl sie in vielen Legenden eine Rolle spielen. Trotz ihres schmächtigen Aussehens sind sie für ihre fantastischen Kräfte bekannt. Achso, kann man noch gar nicht freischalten. Und der Mönch wuchs in einem Kloster in Pomlai auf und wurde ausgebildet, seine Energien für den Kampf zu perfektionieren. Seine Haut ist blau, angeblich wegen dämonischer Vorfahren. Schade, wir können die noch nicht, die Magier noch nicht spielen, obwohl ich sie gerne gespielt hätte, muss ich sagen. Das hat der Krieger und der Mönch. Ich würde ernsthaft gerne den mitnehmen. Das sieht gar nicht ganz nice aus. Ist so assassinenmäßig. Huch, nee, kommen wir wieder zurück. Sieht eigentlich ganz nice aus, würde ich sagen, nehmen wir mit. Der Mönch ist ready. Pfad nach Malkavir. Wenn dein Inventar voll ist, kannst du nicht in den Kampf ziehen. Kaufe zusätzliche Inventarslots im Shop. Höchstwahrscheinlich für echtes Geld. Verwende das Steuerkreuz, um dich zu bewegen. Ja, assassinenmäßig. Cooler Typ. Okay, wir haben da oben eine Zeit. Gut gemacht. Und wir sollen draufschlagen, um unsere Klauen zu benutzen. Okay, der wird dann... jedes Mal, wenn er angreift, ist es... hängt die App oder weiß ich nicht, woran es liegt. Ich synchronisiere ganz neu. Und schauen wir mal, ob das jetzt immer noch so das Problem ist. Nein. Töte alle Feinde, um einen Level abzuschließen. Gibt es anscheinend noch keine Hintergrundmusik? Okay, war nur ein einziger Gegner. Und es geht weiter. Wir haben immer einen Zeitcounter oben. Wahrscheinlich drücke auf die Fähigkeitstaste. Bam! Okay, das ist ein... eine Schlagkombination gegen Gegner direkt vor uns. Lassen anscheinend aber nicht wirklich was fallen. Wollen aber noch mehr. Aber die App braucht schon ein bisschen Power, so wie ich sehe. Ach, man kann sich sogar bewegen, währenddessen man rumschlägt. Das ist gut. Da sind noch ein paar Ohnen. Sollte man vielleicht mal alle kaputt machen. Ist halt wieder so ein MMO auf... Oh, da haben wir eine Kiste. MMO auf dem Tablet. Du hast gefunden, zerlumpter Mantel der Abwehr und zerlumpte Schulterplatten der Abwehr. Alles zerlumpt hier, wir kriegen nur Müll mit. Nur Müllklamotten kriegen wir mit. Okay, du kannst den Level nach 5 Sekunden verlassen. Okay, ich will ihn jetzt schon verlassen. Gut, jetzt habe ich, glaube ich, Rang A gerade gehabt und das habe ich nämlich schon weiß erklickt. Zerlumpter Mantel der Abwehr und zerlumpter Schulterplatten der Abwehr. Plus 13 Abwehr und plus 12 jeweils. Malkavir, nachdem die Drachen das Volk von Uda belagerten, ging der Krieger auf große Jagd, um sie alle zu töten. Die Jagd gipfelte in einem epischen Kampf mit dem Drachenhäuptling Tok-Terin Grall. So, so, ein kleiner Drachenhäuptling. Und da sind wir in der Übersicht. Wir haben 5 Gegenstände in unserem Inventar, wie es ausschaut. Haben stärkere Fäustlinge, brutale Fäuste des Fleischers. 11 Angriff dazu, anscheinend kann man die Waffen auch leveln. Zack! Denn, okay, da stand ja gerade irgendwas mit XP. Gut, wir waren gerade im Malkavir. Säule der Untoten gibt es auch noch. Und schauen wir mal, wie groß die Welt so ist. Pomlai, ah, das ist unser Anfangsdorf. Der Gebirgspass ist das nächste. Dies kannst du finden. Symbol gedrückt halten, um mehr zu erfahren. Achso, ich kann gar nicht. Ich muss auf den Startbutton drücken. Was anderes wurde mir nicht erlaubt. Gebirgspass. Die Kriegerfähigkeit Klingenschwall und die Mönchsfähigkeit Zorn von Vajra richten mehr Schaden an, wenn du mehrmals auf die Taste tippst. Bäm. Ausweichen. Na, ich hoffe mal, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit ausweichen. War uncool. Level up. Yay. Wo sieht man unsere Erfahrung? Sie sollen gleich mal gucken, ob da unten die da unten ist der Erfahrungsbalken. Ich mag Assassinen, muss ich sagen. Habe ich auch in Diablo 2 gerne gespielt, die Assassine. Allerdings kann man PC-Spieler nicht unbedingt mit mobilen Spielen vergleichen. Das ist ja ein himmelweiter Unterschied. So, kommen wir noch ein paar Gegner. Ein zerlumpter Talisman des Henkers. Oh. Ein Sprintsprung. Na, kommt mal alle her, ja. Badadadadadam.
Das ist cool. Zerrung der Talisman des Durchbohrens. Also das Ausweichen werde ich erstmal, glaube ich, noch nicht brauchen. Da ist normal. Obwohl, wir können uns dann schneller fortbewegen. Ist auch natürlich auch nicht schlecht. Mana seht ihr unten, unten rechts auf der Leiste. Da haben wir schon wieder den nächsten. Babababam. Und da kann man halt umfang keine Fähigkeit mehr benutzen, wenn wir zu viel Mana ausgegeben haben. Ein Hammer-Skelett. Achso, das war der da hinten. Ah, haha. Aber ich wollte eigentlich gerade ausweichen. Dann werden wir dich mit so einem. Mit so einer Schwert-Tip-Kombination. Mit einer Faust-Tip-Kombination killen. Da hat er ein bisschen Gold fangen lassen. Gib mir das Ding da. Okay, ein stabiler Ring des Blutdürstigen. Wieder benötigte Zeit 1,26 Rang A. 2 Minuten ist Rang A. B ist bei 4,20, 6 ist 6,40 C. Also noch recht einfach. Zerbrochene Fäuste des Angriffs, 38 Schaden. Aber ein stabiler Ring des Blutdürstigen. 6 kritischen Schaden, mehr Gegenstandsfunde, 3%. Und hier haben wir sonst noch kritischen Schaden und kritische Chance plus 1%, kritische Chance plus 5%. Ja, nicht übel. Malkavier. Gegenstände können zu anderen Gegenständen verschmolzen werden, um ihre Wirkung zu steigern. Das ist nice. Das will ich auch mal wissen. Lass uns die erste Quest abgeben. In den Bergen wird das von Monstern erschlagen. Das Beste, um die Sicherheit unserer Stadt zu gewährleisten, absolvieren den Level Gebirgspass. Opfer an den Gott des Eisens 2 haben wir bekommen. Okay, und wir sollen absolvieren den Level Märkte von Vulkos. Opfer. Lass uns deine neue Marken verwenden, um ein Opfer zu machen. Haben wir gerade bekommen gehabt. Gott des Eisens. Tipp, um gewöhnliche, ungewöhnliche oder seltene Gegenstände zu gewinnen. Okay. Symbol gedrückt hat, um mehr zu erfahren. Oh, 167 Angriff. Oh, würde es uns mehr geben, glaube ich. Schauen wir mal, was wir kriegen. Ich denke mal, so ein Trash-Item. Siegel des Lakaien. Weiß nicht, ob das trashig ist. Ich habe ja keine mehr, oder? Einmal kaufen, einmal. Ich glaube, ich habe keine Münze mehr. Ich bin mir nicht so sicher, ob da unten die 1... Ah, der konnte man noch also benutzen noch. Ruinierter Talisman des Durchbohrens. Na, das ist nicht so toll gewesen. Ja, wir brauchen für Göttin des Silbers, Göttin des Goldes einmal 20 und einmal 100 Edelsteine. Tipp, um seltene, phänomenale oder legendäre Gegenstände zu gewinnen, ist natürlich das Beste und damit das auch teuerste. Von hier gelangst du schnell zum Kampf. Na dann, brauchen wir uns irgendwie nicht Sorgen zu machen, also hör auf, mich das Tutorial zu leiten. Schlimm. Märkte von Vulkos. Im Königreich Pomlai werden Halbdämonenkinder, die nicht sofort getötet werden, den Mönchen anvertraut. Die Kinder werden dann ertüchtigt, ihr dunkles Wesen zu überwinden. Ja, wir Mönche sind natürlich alle nett, weißt du? Wir würden natürlich nie was Böses tun. Die ganzen Kinder müssen natürlich gerettet werden und so weiter. Ah! Der hat in die falsche Richtung geschlagen. Die Steuerung ist natürlich bei mobilen Geräten immer sehr, sehr komisch. Alles ist nun mal. Ich wollte eigentlich die Ringe anlegen. Ich habe doch Ringe bekommen. Aber der wollte mir das anscheinend nicht so. Oh. Na? Einen schönen Fausthieb abbekommen. Sonst nichts mehr. Naja. Die Feste können wir zwar kaputt machen. Ich denke mal, das wird aber nicht viel drin sein. Ich merke ab und zu, wenn die Gegner spawnen, dann ruckelt es ein bisschen, aber es ist okay. Ich hatte nur ein iPad 2, das hat jetzt, glaube ich, nicht so die ultra-perfekte Hardware. Um die ganzen Spiele hundertprozentig flüssig abzuspielen, aber ich denke mal, das kriegt ihr dann auf eurem Gerät sicherlich auch noch hin. Wir haben jetzt zerlumpten Ring des Henkers bekommen, als normales Item aus den Fässern. Nicht übel. Ja. Level up! Was kann ich mit dem Level up machen? Bisher haben wir da noch nicht wirklich was rausgefunden, oder? Ich glaube, da war bisher noch nichts von die Rede. So, was haben wir hier? Nix. Nix. Okay, auch wieder nichts. 1 Minute 33. Ich sollte eigentlich nicht so schwer sein, überall Rang A zu kriegen, oder? Ich weiß nicht, wie lange das Level hier noch geht und wie viel. Oh, da ist er schon wieder. Bam! Und irgendwann werden wir selber noch die Tränke benutzen müssen. Aber ich glaube nicht, dass wir das hier nötig haben, gerade. Den haben wir alles gerade gekillt. Zerlumpte Schuhe der Abwehr gefunden. Und ich glaube, das war wieder der letzte Gegner gewesen. Haben wir noch irgendwo eine Kiste? Normalerweise ist hier irgendwo eine Kiste. Aber die habe ich nicht gefunden.
1,30 für A, da wird es schon langsam schwieriger. Aber für B ist trotzdem noch. Ich weiß zwar gar nicht, was das bringt, überhaupt diese Rankings, was die genau bringen. Der Mönch gehört einem mysteriösen Orden an, der sich auf die Dämonenjagd spezialisiert hat. Im Verlauf seiner Quest hat er sich dem Krieger und der Magierin angeschlossen. Wir haben Fähigkeiten bekommen durch das Level Up anscheinend. Erzeugt einen Energiestrudel, der nahe Feinde einzieht und dann explodiert. Fügt 100% Angriffsschaden zu und hat 25 Sekunden Abklingzeit. Gut, ich habe eine neue Fähigkeit erlernt. Dankeschön, Dankeschön. Aber der ist mir zu viel Tutorial gerade. Komm jeden Tag wieder, da hat er umsonst. Also das Daily Login zum Beispiel. Da kriegen wir jetzt 10 von diesen. 3 Energietränke und 10 von diesen Opfern an den Gott des Eisens. Bei Tag 7 gibt es dann ein Herz des Lakaien. Was haben wir hier noch? Siegel des Lakaien und Blut des Lakaien. Okay. Nächste Quest, eine, die haben absolviert. Stabile Mütze der Stärke. Opfer an den Gott des Eisens. Ich will nicht weitermachen, okay. Ne, lass mal. Ich will eigentlich gerne mal was sehr Eigenes gerade machen. Und zwar, wo waren das gewesen? Mit Inventar und so weiter. Gibt's das gar nicht mehr? Den Verteidiger in der Welt wurden neue Denkmäler gebaut. Okay, anscheinend irgendwelche Events gewesen, aber ich weiß trotzdem nicht, wo man kaufen und so weiter kann. Aber ich glaube, wir müssen das machen. Ist ja doof. Das Geheimnis des Senators. Absolviere den Tempel, den Level Tempel von Vulkos, hieß er, glaube ich. Genau, Vulkos. Ein Gegenstand entwickeln steigert dessen Macht erheblich. Na, mal gucken, ob wir das in den nächsten Schritten noch erklärt bekommen. Ah ja, und so neue Fähigkeit, die müssen wir jetzt wahrscheinlich testen. Vielleicht soll ich auch immer direkt die Kisten suchen, bevor ich die Gegner besiege. Oh, da ist sogar ein Schütze. Das geht aber gar nicht. Warum zum Geier ist da ein Schütze? Wow, der ist nicht übel. Der Zauberring. Aber ich sehe keine Gegner. Ah, da sind noch Gegner. Ist da irgendwo noch ein Bogen? Da, das ist ein Bogenschütze. Da würden wir uns ungern treffen lassen von. Ah, der hat wahrscheinlich auch gar keine Range. Und kein Aim. Juhu! Okay, zunächst. Wir haben noch 5 Mana-Tränke. Oder Energietränke, werden die ja wahrscheinlich heißen. Drück auf die Fähigkeitstaste. Kabam! Das hat ihn nicht getroffen. Warum das denn nicht? Stand er nicht mittendrin? Na gut, dann müssen wir das halt so regeln. Na gut, immer schon nach Kisten ausschalten. Man wird nach dem Kampf keine Zeit mehr haben, sich den Kisten anzueignen. Deswegen sollte man das definitiv davor machen. War schon wieder so ein Schütze. Geht hier auf die Nerven, der Typ. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass hier kein Sound ist. Musik an, Geräusche an. Aber keine Musik. Achso, es hat gar keine besonders hohe Range, wa? Deswegen habe ich den vorhin nicht getroffen gehabt. Der kommt der nächste Skelettkrieger. Die sind schon echt nervig. Penetrante Skelette, aber sind die ja immer, ne? In jedem Spiel sind die ja so. So penetrant nervig. Aber wieder weitergekommen. Da ganz viele Kisten da kaputt, man kann aber vielleicht mal was drin sein. Seitdem ich in Diablo auch mal Set-Gegenstände gleich am Anfang aus Kisten bekomme, mach ich die immer auf. So, wen haben wir denn da? Komm mal her. Ey, lass mal. Ich will nicht gleich ans die Fresse kriegen. Vor allem, du bist ein bisschen stärker, glaube ich. Na, weg. Ja, man kann ja auf jeden Fall die Mönch-Skills gut benutzen. Also Ausweichen-Skill ist schon nicht übel. Komplett weggeschnetzelt. Haben wir irgendwo eine Kiste. Ein paar Fässer haben wir noch. Au. Die fehlt ist Energie. Verwende einen Energietrank. Okay. Dann haben wir einen Energietrank benutzt. Und bam, 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 bam. Der nächste down. 2 Minuten 28. Ich weiß nicht, wann die Zeit geht. Also 2:28 habe ich ihn gekillt. Gucken wir mal. 2:39. Und bei 1:35 ist die Quest. Alter, wie krass ist das denn? Na gut. Da haben wir. Was haben wir hier? Zerlumpte Handschuhe der Abwehr. Energiereduktion plus 0,5.
Naja. Im Königreich Pomlai werden Halbdämonen. Okay, haben wir schon gelesen gehabt. Einen kleinen Tooltip. Das Laden dauert auch mal. Es ist ein Online-Laden. Wie haben die das herbekommen? Warum ist da was? Das war bei mir nicht gewesen. Die Schweine, die. Wir haben da so Handschuhe bekommen. Verschmelzungsstufe 0 von 5. Verbessern. Verschmelzung, wa? Verschmelzungserfahrung 0 von 121. Wir müssen Gegenstände zum Verschmelzen raussuchen. Nehmen wir das mit und das und das und sind fertig. Ja, wir kriegen uns hier da unten nichts. 336 Erfahrung. Kostet aber auch 264. Und 2 Stufen nach oben. Heißt, der Angriff von 45 auf 48 und die kritische Chance von 1,0% auf 1,2%. Ja, das hat total was gebracht. Da könnte man theoretisch so alle upgraden, die ganzen Items, aber wir haben ja so viel bessere noch. Anlegen. Die ganzen neuen Dinge anlegen. Was haben wir hier? Kritischer Schaden 6%. Achso, auf Erfahrungsstufe 13. Kann ich noch gar nicht anlegen. Da werde ich auf jeden Fall das alles anlegen, was ich anlegen kann. Und was besser ist. Was haben wir hier noch? Ja, ja, warum nicht? Nehmen wir mit. Die Übersicht hier. Und ja, brauchen wir noch höhere Level für die ganzen Items hier. Level 7, Level 8, 13 und so weiter. Ich würde gerne trotzdem bei den Fähigkeiten kurz gucken. Wir haben jetzt hier einige Fähigkeiten. Wir haben zum Beispiel die Faust der 7 Sterne. Das, was wir aktuell haben. Erreiche Level 10 mit Münzen zu lernen. Okay, können wir also noch nicht. Und hier ist auch noch nicht, okay. Die passive Fähigkeit, oder? Kann man die freischalten mit... Genau, die kann man mit Gold freischalten. Kampfmantra. Ein Lichtkugel erscheint jedes Mal, wenn du kritischen Schaden zufügst. Wenn 3 Kugeln erscheinen sind, werden sie von der nächsten angewendeten Fähigkeit aufgezehrt, die 20% zusätzlichen Schaden verursacht. Oder zufügt. Würde ich sagen, kaufen wir gleich mal. Passive heißt also, man muss sie nicht selber aktivieren, die ist immer aktiv. Wir haben noch 2 Tage, 7 Stunden so ein Geschenk hier oben. Achso, das ist der Ingame-Shop, wa? Ah, ich dachte Geschenk. Ich will ein Geschenk haben. Komisch. Irritierend, sag ich mal. So, hier kann man sogar rumlaufen, krass. Achso, der Pfeil war mal da gewesen. Opfer können wir auch noch bringen. Den Gott des Eisens. Ich würde sagen, gleich mal 10-mal kaufen. Weiß gar nicht, ob das überhaupt was bringt, was Besseres. Ah ja. Gleich hintereinander. Einmal schon ein Auge des Lakaien. Oh, ein Siegel des Lakaien nochmal. Okay, noch ein Siegel des Lakaien. Der urweltliche Kristall. Ruiniert der Ring des Henkers. Auge des Lakaien. Guter Talisman des Blutdürstigen. Und 3000 Münzen. Nicht übel, nicht übel. Auf jeden Fall nehmen wir gleich noch 2 davon mit. LP plus 216 und mehr Gegenstandsfunde plus 3%. Das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Das gefällt mir. Und noch so einen komischen urwälzigen Kristall. Ich weiß nicht, was der macht. Und Details gibt es ja gerade auch nicht. Okay. Dann werden wir uns die mal anlegen. Inventar. 216 Leben dazu. Jetzt ist gerade wenig. Kann ich den schon anlegen? Sieht nicht so aus, oder? Sehr ärgerlich. Da habe ich mich gerade so gefreut. Na gut, dann kann man den noch nicht anlegen. Dieses rote X zeigt immer, dass ich das nicht kann. Anlegen kann. Das hier zum Beispiel. Der Ring. Schade. Ich habe mich so gefreut. Na, ist auch egal. Wir machen jetzt mit den Quests weiter. Da ist bestimmt noch vor uns Astro. Da können wir erstmal uns die Belohnung abholen. Stabiler Mantel der Stärke und absolviere den Leverantgebiet von Vulkos wieder einmal. Ah, was war gerade bei sofort? Ah, hier steht. Ach nee, Story und täglich. Okay, du musst die Quest das Schicksal von Vulkos. Okay, das ist jetzt. Nee, das Randgebiet von Vulkos. Da würde ich sagen, müssen wir das machen. Auge des Lakaien, was haben wir hier noch? Blut des Lakaien und Siegel des Lakaien, genau. Ja, da war vorgeschlagen die GS, ich glaube, das war diese Gesamtstärke, könnte das eventuell sein. Für deine Inventarkräfte extra Slots werden auf alle 3 Helden angewandt, okay. Da muss man sich also nicht in jedem Charakter wieder die Dings kaufen, die Inventarverbesserung, sondern einmal kaufen und man hat sie. Das finde ich schon mal gut. Da hat man zumindest mal was für ein bisschen von seinem Geld und muss es nicht für alle Charaktere wieder kaufen. Finde ich in Ordnung. Ich glaube, das ist ein gar nicht so schlechter Deal.
Meh. Kommt her. Nicht übel. Der Skill ist echt nicht übel. Nee, das gefällt mir schon wieder nicht. Der wird immer recht schnell asynchron, leider. Gut, aber da wir sich die Spiele gleich besser anhören werden, ich denke mal, das ist in Ordnung. Ah ja. Ich werde irgendwo raufgeklickt haben. Ich weiß zwar nicht wohin, aber irgendwo werde ich raufgeklickt haben. Was mich zu einer externen Seite wieder geleitet hat. Naja. Wie dem auch sei. Wir sind jetzt wieder hier unten. Also das gleiche Level wie gerade eben. Nur mit anderen Gegnern, so wie es ausschaut. Habe ich zumindest... Oh, Fledermäuse. Habe ich zumindest so das Gefühl. Boah, da ist das Hardware hungrig. Bam. Und da ist unsere Energie auch gleich wahrscheinlich wieder weg. Wenn wir so unglaublich verschwendet mit der Energie umgehen. Krass. Ja, zur Hälfte ist ja schon down. Ich weiß gar nicht, wie die sich regeneriert. Ich kann auch keine Übersicht da unten sehen. Wie viel Energie ich aktuell habe. Ah gut, wir kämpfen jetzt einfach erstmal durch. Da ist eine Kiste. Will ich erstmal aufmachen. Bevor uns hier wieder irgendein Gegner entgegenkommt und wir... Oh. Ein Zombie-Fürst. Ein kleiner Zombie-Fürst. Aber ich denke mal, den können wir... Oh, der ist schon recht tanky, muss ich sagen. Der ist ziemlich tanky. Achso, die ganzen Skelette killen. Die sind ja eigentlich kein Thema. Nee, er wollte nach uns greifen, die Sau. Ich habe leider mit meinem guten Schlag nicht getroffen. Schade. Eine 28, 29er Kombo und 30er Kombo. Au. Der will Schaden machen. Mega weit nach hinten gestoßen. Ah, okay. Meine Kombo geht weiter. Das wird schon. Talisman, Talisman des Henkers. Und da ist der. Okay, meine Kombo ist leider versaut. Schade. Aber er hat kaum noch Leben. Ich wollte trotzdem das Item haben. Achso, zwei Energiekugeln waren da gewesen. Zerlumpte Handschuhe des und zerlumpte Ring des Glücks. Gut, mehr ist hier nicht gewesen. Benötigte Zeit 2,19. Okay, also so viel war es, glaube ich, nicht mal bis A. 49 Sekunden ist ja easy going. Crit-Chance. Energiereduktion, Abwehr plus 12. Was haben wir sonst noch? Mehr Gegenstandsfunde und Abwehr plus 15. Aber kann ich ja eh wieder nicht anlegen, die Handschuhe. Drachen und Menschen lebten einst in Frieden, doch während des letzten Dämonenaufstands wurden die Drachen verdorben und führen seit der Krieg gegen die Menschheit. Malkavir. Das ist unsere, bisher unsere einzige Stadt wahrscheinlich, wo wir rumlaufen können und... Na? Na komm. Wir sollen den hier wieder verbessern. Schon wieder. Den habe ich noch an, okay. Achso, Evolution. Gegenstand muss zur höchsten Stufe verschmolzen sein. Wir haben den anscheinend auch schon auf Stufe 5, sehr interessant. Gibt also 4 von diesen Lakai-Dingern brauchen wir dafür. Also 4 von den Augen des Lakaien, 3 von dem Blut des Lakaien und 2 von den Münzen des Lakaien oder Trophäen des Lakaien. Du brauchst die Ergänzung, um die Ausrüstung zu entwickeln. Diesmal kannst du von mir ein paar haben. Oder ein paar von mir haben. Und was kommt raus? Brutale Fäuste des Fleischers. 0 von 10. Können wir also 5 Stufen mehr upgraden. Plus 9 Schaden und plus 0,2% Crit-Chance. Das sieht gut aus. Die Verschmelzung. Schick. Neuen Gegenstand. Der uns jetzt wesentlich besser. Der jetzt wesentlich besser ist. Verschmelzung. Brauchen wir denn irgendwas gar nicht? Das brauchen wir zum Beispiel gar nicht. Das bringt uns gar nichts aktuell. Das würde mir was bringen. Das ist Müll, das ist Müll. Das scheint auch Müll zu sein. Alles Müll hier. Zumindest kann man das ganz gut vercraften und das sind nur 6 sind wieder Maximum. Kriegen wir also eine Stufe hoch, während wir 529 dafür bezahlen. Ein bisschen teurer. Aber wir haben 11 Trefferpunkte dazu erhalten. Wurde mir gerade geschrieben, aber 1,5 Angriff dazu und 0,1% mehr Crit-Chance. Haben wir sonst noch welche? Wahrscheinlich schon mal. Ich weiß noch nicht, was die einem bringen. Was man, können die Kristalle? Kristalle in annehmbarer Qualität der Ausrüstung. Kristall in annehmbarer Qualität.
Der urweltliche Kristall, okay. Der Kristall und. Ach, leck mich jetzt. Kristall in annehmbarer Qualität, der Ausrüstung und wenig Erfahrung hinzufügt. Wenig? 2000 ist wenig für die. Das sind, kostet uns 3000 Münzen, gibt uns aber unglaublich viel Erfahrung. Das ist also gutes Crafting-Material. Wer es benutzen möchte, sollte das definitiv tun. Aber noch ganz, ganz anderen viel Müll, aber. Unnötig. Nein, den könntest du direkt schon anlegen. Dann würde ich sagen, nehmen wir den wieder. Damit kriegen wir wieder eine Stufe höher. Eine Stufe höher. Bin gerade zu blöd zum Reden. Ich weiß nicht, was das immer ist. Das ist nämlich immer was anderes, was wir dazu kriegen. VP, weiß ich jetzt nicht, was das sein soll. Da kommen wir nochmal zurück. Die Menschen wollen wissen, wer der Held ist, der die Monster bezwungen hat und die Stadt gerettet hat. Doch nicht einmal ich weiß deinen Namen. Ja, ist auch schon berechtigt, ist auch schon ohne, ist nicht ohne Grund so. Wir sollen jetzt draufklicken. Ich hasse Tutorials, die mich zu irgendwas zwingen. Das ist sowas von ekelhaft. Uzerfa. Achso, das sind unsere Einheiten, die wir theoretisch hätten haben können oder die wir haben können. Können wir mal rumswitchen. Krieger, Mönch und Magierin. Ich bleib mal bei unserem Krieger. Komm, komm raus hier. Was soll ich machen? Irgendwas soll ich machen. Vielleicht auf meinem Charakter gucken, weil wir haben ja irgendwie sowas mit Trefferpunkt dazu bekommen. Ich würde gerne mal sehen, woran man das sieht, was man da kriegt. Aber anscheinend gibt es hier nichts davon. Opfer, Shop-Gilde. Nee, viel sehe ich davon nicht gerade. Wir können auch ein bisschen opfern. Gott des Eisens. Und darum könnt ihr euch rechts, oben rechts ein Video ansehen und dafür gratis Dinge bekommen. Oh, glänzende Fäuste des Schlachters. Ich glaube, das ist, was ich gerade schon habe. Und ein Energietrank. Drei Energietränke ist auch nicht schlecht. Und hier können wir auf jeden Fall die strahlende Fäuste des Fleischers kriegen. Das ist die wirklich maximale, beste Item, was man kriegen könnte anscheinend. Aber ich denke mal, wir bleiben erstmal bei unserem. Weil das ist wirklich sehr, sehr viel Glück, musst du haben, um hier dieses Item zu ziehen. Ein Video ansehen, gratis. Achso, Edelsteine gratis, okay. Also keine... Keine Gottes-Eisens-Dinger da unten. Ja, ja, ja. Bonusbelohnung beim ersten Kauf. Ach komm. Neuerung 3.1. Okay. 6 neue Dungeons in der Unterwelt. Aber ich habe noch nicht wirklich viel gesehen hiervon. Deswegen braucht mich der Endcontent bisher noch nicht interessieren. Ich denke mal schon, dass das Endcontent sein wird. Aber ich würde sagen, ich laufe hier noch ein bisschen rum, wenn ich möchte. Und damit würde ich sagen, machen wir Schluss mit dem Angespielt. Von Eternity Warriors 3. Mir gefällt es, muss ich sagen. Aber ich glaube, im Multiplayer wäre es noch toller. Ich glaube, weiß gar nicht, gibt es überhaupt Multiplayer? Ich kann zumindest Freunde haben. Ich kann übrigens noch die Quest abschließen. Yay! Du hast tägliche Aufgaben freigeschaltet. Siehst du, jetzt kann man tägliche Aufgaben freigeschaltet. Verschmilzt einen Gegenstand einmal. Und da kriegt man jeden. Alter, kriegt unglaublich viel Erfahrung. 792 Erfahrung, 61 Gold. Befristet ange, okay. Auch nicht. Kann man also jeden Tag auch noch Nebenquests oder so tägliche Quests machen, was echt nicht schlecht ist. Achso, bei Story kann man mehrere wählen. Einmal hier und einmal hier. Da kann man sogar noch mehr wählen. Krasse Sache. Krass, krass, krass. Ende deinen Namen. Krieg ich 10 Edelsteine. Kriegt man eine ganze Menge Belohnungsdinge jedes Mal überall. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel oder wenig ist, aber... Na gut. Ich würde sagen, es war es gewesen mit dem Angespielt von Eternity Warriors 3. Es gefällt mir sehr gut. Also zumindest besser erstmal als Dungeon Hunter 3, wobei ich ja Dungeon Hunter 4 Fan, würde ich sagen, bin. Und dann würde ich sagen, war es gewesen. Ich habe jetzt 30 Minuten gespielt, habe Level 7 schon erreicht. Also ich glaube, so schwer ist das Level hier nicht. Ist aber halt noch der Anfang. Ich weiß nicht, wie es dann später aussieht. Ich bin unten hier. Achso, VP, da unten seht ihr es. Ich habe also keine Trefferpunkte dazu bekommen, sondern anscheinend solche Rangpunkte. Verschmelzungsturnier. Achso, das ist ein... VP heißt Verschmelzungspunkte. Und dann gibt es halt für die Plätze Belohnungen. 5001 bis 15.000 gibt es dann Opfer an die Göttin des Silbers 3. Opfer an den Göttin, an den Gottes Eisens mal 5 und ich bin gerade aktuell bei Platz 13.779, würde also die letzte Belohnung kriegen. Was gäbe es bei Platz oder bei denen davor? Opfer an die Göttin des Goldes, also schon das Beste. Und noch 5-mal Opfer an die Göttin des Silbers. Okay, nicht schlecht. Zwar noch nicht ganz auf Deutsch übersetzt. VP ist earned by fusing items. Fuse rarer and more powerful items to earn more VP. Na gut. Also, wie hieß das? Verschmelzungspunkte heißen die Dinger.
Und ja, jetzt wisst ihr auch über das Event Bescheid. Ich denke mal, wenn das wieder online geht, wird das Event aber wahrscheinlich nicht mehr laufen. Zumindest nicht dieses. Wahrscheinlich gibt es dann noch ganz, ganz viele davon. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, alle Links wieder in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Mal bei einem weiteren Angespielt von einer mobilen App. Wenn ihr gerne was möchtet, was ich gerne testen könnt oder was ich gerne testen soll, dann gerne in die Kommentare damit. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.